Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Wir machen heute saftige Rippchen aus dem Dutch Oven. Wir kriegen sogar Rauchgeschmack dran. Wenn ihr das mögt, wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr auch darauf verzichten. Und selbst wenn ihr das noch nie gemacht habt und keine Erfahrung habt mit einem Dutch Oven, mit einem Grill, mit Holzkohle oder was auch immer, garantiere ich euch ein perfektes Ergebnis direkt beim ersten Versuch. Denn dieses Rezept, was ich euch heute zeige, könnte einfacher nicht sein. Los geht's! Wie immer findet ihr dieses Rezept natürlich auch in schriftlicher Form und als PDF bei uns auf der Webseite. Den Link dazu unten in der Beschreibung. Auch alles von dem, was ich hier benutze, verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung. Über einen dieser Links könnt ihr diesen Kanal somit ein bisschen honorieren, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst für die Produkte, die ihr vielleicht sowieso kauft. Und dafür wäre ich euch sehr dankbar. Damit kann ich nämlich diese ganzen Kosten, die hier entstehen, finanzieren. An Zutaten brauchen wir gar nicht viel. Wir brauchen natürlich unsere Rippchenleitern. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Varianten. Ich habe einmal wunderschöne Rippchen vom Duroc. Das heißt, besonders saftig, besonders viel Fleischauflage ist hier sogar dabei. Und ich vergleiche die jetzt mit zwei Rippchenleitern vom gemeinen Hausschwein. Und da ist nicht so viel Fleischauflage dabei. Und ich befürchte auch, die werden nicht so saftig, die werden ein bisschen trockener. Das liegt allerdings nicht an der Zubereitungsmethode, sondern dann eben am Fleisch. Und deswegen machen wir die beide in derselben Zubereitungsmethode, im selben Dutch Oven und können dann vergleichen, ob das wirklich einen großen Unterschied macht, Duroc zu grillen oder ob das gemeine Hausschwein an sich auch ausreicht. Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, aber wir werden am Ende das Ergebnis sehen. Dazu brauchen wir ein paar Zwiebeln. Die genaue Mengenangabe findet ihr auf der Webseite, werde ich euch aber gleich auch nochmal erklären. Wir brauchen ein bisschen Flüssigkeit, Wasser, Bier, Apfelsaft, was auch immer ihr nehmen wollt, spielt tatsächlich keine Rolle. Wir brauchen auf jeden Fall ein besonders geiles Spare Ribs Gewürz, was auch immer ihr nehmen wollt. Ich nehme jetzt das hier von Stay Spiced und dazu nehme ich noch ein bisschen Barbecue Salz, weil hier nochmal ein bisschen mehr Raucharoma dabei ist. Das von Stay Spiced hat hier bereits Raucharoma dabei, ein sehr dezentes, und hier will ich nochmal ein bisschen mehr Raucharoma in das Ganze ranbekommen. Damit können wir das Raucharoma nämlich so ein bisschen faken. Ihr bekommt aber auch echtes Raucharoma an diese Rippchen, wenn ihr noch einen zusätzlichen Schritt macht, den ich euch gleich erkläre, den ich heute aber nicht machen werde. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen Barbecue-Soße. Hier nehme ich eine von Saus Guru, und zwar die Champion's Choice, ist wirklich genial zu Spare Ribs. Das soll schon gewesen sein. Jetzt geht's an die Zubereitung. Wir werden als allererstes die Zwiebeln einmal vierteln, werden die in unseren Dutch Oven geben und das Ganze mit ein bisschen Flüssigkeit auffüllen, sodass der Boden bedeckt ist. Achtet einfach darauf, dass der Boden des Dutch Ovens mit Zwiebeln bedeckt ist und das Wasser dann bis an die Unterkante der Zwiebeln aufgefüllt wird. Nicht die Zwiebeln komplett bedeckt, sondern die Zwiebeln müssen noch so ein bisschen aus dem Wasser rausgucken. Jetzt können wir uns um unsere Rippchen kümmern. Dort werden wir wie immer die Silberhaut entfernen. Mit einem kleinen Löffel zeige ich euch jetzt nochmal, und danach werden wir die rubben. Seid mit den Gewürzen bei Spare Ribs nicht zu großzügig, das wäre einfach ein bisschen Verschwendung. An Spare Ribs an sich ist ja nicht allzu viel Fleisch dran, wir brauchen hier nicht so extrem viel. Sobald überall ein bisschen Gewürz dran ist, reicht das vollkommen. Der Rest fällt meistens sowieso einfach ab. Ihr seht, ich habe jetzt hier das ganze Brett nochmal sauber gemacht, überall alles aufgeditscht. Und jetzt haben wir hier wirklich effizient das Gewürz auch verarbeitet. Und wenn ich sowas mit Rippchen mache, aber auch was anderes, wenn ich was einrubbe, wenn ich was mariniere mit den Händen, dann nutze ich dafür immer ganz gerne Marinadenhandschuhe. Das hat den Vorteil, dass es a, natürlich hygienischer ist, so oder so, egal wie gut man sich die Hände wäscht. Auf der anderen Seite ist es aber auch deutlich praktischer, denn sonst muss man sich gefühlt 10-mal zwischendrin immer wieder die Hände waschen. Das ist erstens nervig, zweitens für die Haut auch nicht so besonders gut, und deswegen nutze ich die. Die haben aber natürlich auch einen Nachteil, und zwar aus Umweltschutzgründen. Das ist natürlich Müll, den wir produzieren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ja, so die üblichen Handschuhe will ich jetzt nicht unbedingt zu oft verwenden. Und deswegen habe ich mir was Besonderes überlegt, und zwar kompostierbare Einweghandschuhe, Marinadenhandschuhe. Und die gibt es jetzt auch bei uns im Shop zu erwerben. Verlinke ich euch unten. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wenn ihr Bock drauf habt, Handschuhe zu verwenden, dann kann ich euch die nur ans Herz legen. Schaut euch die mal an. Gibt es wie immer auch zu einem sehr fairen Kurs. Wenn ihr die benutzt, super. Wenn ihr die nicht benutzen wollt, auch in Ordnung. Gibt, wie gesagt, Pro und Contra. Unser Dutch Oven wird jetzt mit den Rippchen ausgekleidet. Ähnlich wie bei Schichtfleisch werden wir jetzt hier am Rand anfangen, werden wir die Rippchen reinlegen und werden die dann die ganze Zeit der Reihe nach hier so reinschichten, bis der Dutch Oven voll ist. Wie viele Rippchen in welchen Dutch Oven reinpacken, das erkläre ich euch bei uns auf der Webseite. Und wenn jetzt alle Rippchenleiter drin sind, ihr seht, wir haben jetzt hier in der Mitte noch ein bisschen Platz. Tatsächlich reicht so ein bisschen Platz auch für eine kleine Leiter noch aus. Da würde jetzt vielleicht noch was reinpassen. Ich habe jetzt aber keine weitere mehr. Deswegen lassen wir es so. Letztendlich ist es egal, ob der Dutch Oven ganz voll ist oder ob er nicht ganz voll ist. Das wird nachher trotzdem immer ein perfektes Ergebnis. Wichtig ist nur, dass wir jetzt den Deckel schließen und dass der möglichst dicht ist. Ihr seht jetzt, die Rippchen sind etwas hoch, aber der schließt tatsächlich fast dicht. Das Ganze wird jetzt noch so ein bisschen einsacken. Wir müssen gleich dann immer mal wieder nachgucken, ob noch genügend Flüssigkeit
Flüssigkeit drin ist, aber das wird schon gut werden. Wir machen das Ganze heute auf unserem Gasgrill. Ihr könnt das aber auch mit Holzkohlebriketts machen. Dann würde ich euch empfehlen, ihr packt 5 Briketts unter den Dutch Oven und 10 obendrauf. Und wenn die hochwertig sind, halten die auch für 3 Stunden durch, denn so lange braucht das Ganze hier. Wenn nicht, müsst ihr die vielleicht zwischendurch mal austauschen. Auf dem Gasgrill funktioniert das aber auch genauso gut. Dafür nehmen wir auf dem Gasgrill die äußeren Brenner für indirekte Hitze und drehen die äußeren Brenner auf volle Stufe. Dann haben wir eine Deckeltemperatur je nach Gasgrill zwischen 160 und 200 Grad und das ist optimal, denn letztendlich sorgt die Flüssigkeit hier in unserem Dutch Oven dafür, dass die Rippchen gedämpft werden und es nie mehr als leicht über 100 Grad Celsius in dem Dutch Oven ist. Deswegen ist auch wichtig, dass der Deckel dicht schließt. Der hier schließt mir hier auf jeden Fall dicht genug. Nichtsdestotrotz, wenn der Deckel nicht perfekt dicht schließt, schau zwischendrin mal nach, ob noch genügend Flüssigkeit drin ist, weil wenn nicht, dann werden die Rippchen nachher trocken und angebrannt. Das sollte nicht sein. Und dann könnt ihr immer mal wieder ein bisschen Flüssigkeit nachkippen. Ist überhaupt kein Problem. Dann werden wir jetzt den Deckel schließen und das Ganze darf 3 Stunden jetzt vor sich herköcheln. Wir werden aber gleich noch unsere Barbecue-Soße drauf verteilen. Ich mache das jetzt so 1/2 Stunde vor Schluss. Ihr könntet das jetzt aber auch schon vorher gemacht haben. Die Barbecue-Soße also jetzt schon drüber geben und dann könnt ihr dem Ganzen 3 Stunden Ruhe gönnen. Ich mache das aber gleich so, dass ich das erst 1/2 Stunde, bevor die 3 Stunden abgelaufen sind, die Barbecue-Soße drüber gebe. Ob das jetzt Vor- oder Nachteile hat, kann ich jetzt gar nicht sagen. Macht es so, wie es euch lieb ist. Wenn ihr es einfacher haben wollt, dann lasst ihr das einfach 3 Stunden schon inklusive der Barbecue-Soße auf dem Grill. Während das jetzt 3 Stunden auf dem Grill ist, werden wir ein paar weitere schöne Videos für euch aufnehmen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar mit dem, was ihr sehen wollt, was ihr an Kritik, Verbesserungsvorschlägen hättet oder vielleicht auch noch an kreativen Ideen mit diesem Rezept, denn man kann tatsächlich damit noch sehr, sehr viele Sachen machen und das Ganze ein bisschen erweitern. Das ist jetzt quasi die Basis. Und wenn ihr da noch mehr mitmachen wollt, dann zeigt mir eure Ideen gerne in unserer Facebook-Gruppe, denn da sehe ich tatsächlich jeden Post von euch und bin immer wieder begeistert, was ihr dort für geile Ideen einbringt. Und da wird auch das nächste Community-Rezept demnächst hier auf dem Kanal folgen, was aus dieser Facebook-Gruppe entsprungen ist. Endlich fertig und das Ergebnis ist wirklich top geworden. Flüssigkeitsproblem hatten wir gar keins und der Deckel ging dann auch wirklich schon nach 1/2 Stunde vollständig drauf. Die Rippchen fallen fast auseinander, ihr müsst wirklich vorsichtig sein beim Herausholen und ich zeige euch jetzt einfach mal, dass die wirklich Fall of the Bone sind. Ihr seht, ein paar Rippchen sind schon ein bisschen gebrochen, als ich sie rausgeholt habe. Ich nehme mal jetzt hier von der Leiter, die ist so ein bisschen angebrochen schon, wie ihr seht. Nehme ich mal einfach weg. Da sieht man es schon, Knochen löst sich, ohne dass irgendwas dran bleibt, einfach so. Auch hier die ziehe ich mal für euch auseinander, löst sich wunderbar. Das sind jetzt die vom gemeinen Hausschwein. Und ich muss sagen, die vom Duroc sehen schon deutlich, deutlich besser aus als die jetzt hier. Aber ich werde jetzt hier natürlich erstmal verkosten und werde euch sagen, ob die Methode an sich was ist. Was soll ich sagen? Fall of the Bone, Rippchen, gut gewürzt, geile Soße, geiles Gewürz, alles perfekt. Ich würde nicht mehr wollen. Auch ein Rauchgeschmack durch die Gewürze kommt voll durch, ist voll da. Also dezent natürlich, aber sehr lecker, sehr angenehm. Und könnte ich eigentlich regelmäßig so machen. Ist verdammt entspannt und geht auch noch relativ schnell für Rippchen. Testen wir als zweites die vom Duroc-Schwein. Und die, wie gesagt, schon deutlich imposanter. Und hier eins ist mir sehr auseinandergebrochen. Die haben natürlich mehr Gewicht, mehr Fleisch drauf. Ihr seht, wie locker das hier abgeht. Auch hier löst sich einfach so vom Knochen auf euch. Also das ist schon ein himmelsweiter Unterschied. Ernsthaft. Also die sind deutlich dicker. Deswegen bestand die Gefahr, dass die nicht so zart sind wie die, die etwas dünner sind. Die sind aber dadurch, dass sie so saftig sind, noch viel angenehmer vom Mundgefühl, viel fleischiger, viel aromatischer. Die geben einem viel, viel mehr. Also da muss ich sagen, ja, probiert das mal aus und dann kauft ihr wahrscheinlich nur noch die. Ist natürlich ein bisschen kostenintensiver. Ich verlinke euch die mal unten in der Beschreibung, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die herbekommen sollt. Ansonsten schaut einfach mal bei eurem Metzger vorbei. Regional kaufen ist natürlich da immer noch die bessere Wahl, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, deswegen schaut mal in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch auch das vollständige Rezept wie immer und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ihr seht jetzt vielleicht noch ein paar Einblicke als Spoiler für die nächsten Videos und wir sehen uns in einem dieser nächsten Videos wieder, hoffe ich mal. Und dann bis dann. Ciao.